Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Mortal Kombat 1. Und heute machen wir direkt weiter mit der Story. Hoffentlich beim letzten Mal haben wir sehr viel gesehen. Wir haben sehr viel gekämpft. Ich habe gegen General Shaos kleines Hündchen und gegen General Shaos selbst gekämpft und gewonnen. Und dann haben wir erfahren, dass Shang Tsung ein bisschen Stress macht. Und damit geht's jetzt heute weiter. Ja. Meinen Glückwunsch, Raiden. Das Erdenreich gewinnt. Jetzt nochmal so ein kleines Recap von dem, was beim letzten Mal so noch passiert ist. Darf ich euch helfen? Bleib weg, Erdenreichler! Sehr gut. Du hast meine höchsten Erwartungen übertroffen. Danke, Lord Liu Kang. Durch dich werden die gewaltbereiten Außenweltler einmal mehr in Schach gehalten. Kommt, verabschieden wir uns und kehren ins Erdenreich zurück. Hey, du hast es geschafft. Das war krass. Sehr beeindruckend. Garrus, alter Freund. Es ist ewig her. Schön, dich zu sehen. Ebenso, Lord Liu Kang. Ich hab dich mit dem Stundenglas beobachtet. Dir gefällt deine Rolle als Beschützer des Erdenreichs. Sie liegt mir weit besser als die Rolle des Wächters der Zeit. Ich wollte Kronika nie ersetzen. Als Architektin verfiel sie dem Wahn. Ich wollte ihr Schicksal keinesfalls teilen. Darum bin ich dir auf ewig dankbar, dass du freiwillig über das Stundenglas wachst. Ich habe die Macht aufgegeben. Doch diese Ära entwickelt sich so, wie sie soll. Du hast mich nach deinem Bild geschaffen. Die Pflicht ist mein höchster Ruf. Ich freue mich sehr, dich zu sehen. Doch was ist der Grund? Gibt's Probleme mit dem Stundenglas? Mit einem Bild, das es mir zeigte. Was, Garrus? Als die Geschichte neu begann, hast du das Schicksal einiger Missetäter verändert und sie neutralisiert. Einer von ihnen widersetzt sich dem Schicksal. Shang Tsung. Fahr fort. Er entfloh seinem sinnlosen Leben und wird schon bald zu einem mächtigen Zauberer. Sindels Hof hat er bereits unterwandert. Ich habe ihn während des Turniers nicht gesehen. Doch wenn Sindel dieser Schlange vertraut... Deine Friedensvision ist womöglich bereits gefährdet. Danke für die Warnung, Garrus. Ich werde nachsehen. Kehre zum Stundenglas zurück, um noch mehr zu erfahren. Wir suchen ihn also in der Außenwelt und befragen ihn hier? Ja, wenn das, was ich fürchte, wahr ist, sind die Reiche in Gefahr. Noch etwas? Shang Tsung ist ein Meister der Täuschung.
Trau keinem seiner Worte. Klingt wie mein erster Agent. Eine schwierige Mission. Ich hätte lieber Raiden dabei als den da. Hey, der da kann das sehr wohl. Diese Mission muss heimlich geschehen. Ich breche mein Versprechen an Imperatorin Sindel, indem ich euch ohne ihr Wissen in die Außenwelt schicke. Durch das Turnier ist Raidens Gesicht dort wohl bekannt. Ihn zu schicken würde das Risiko für euch nur noch erhöhen. Dieser Talisman reagiert auf Shang Tsung's Chi. Er wird euch führen. Und seid vorsichtig. Mögen die Götter Ältesten euch schützen. Sind wir schon da? Was? Wie alt bist du? 5? Was soll ich sagen? Die Stiefel sind nicht zum Laufen gemacht. Wenn das dein größter Schmerz heute ist, dann hast du Glück. Oh, ich hab schon Glück. Hab mir Sento auf den Rücken geschnallt. Ich hole es zurück, Cage. Gib mir 3 Millionen, dann gehört's dir. So viel habe ich aber nicht. Deine Yakuza-Freunde hätten es bestimmt. Oh, richtig. Sind ja keine mehr. Hollywood hat mich gelehrt, niemals alle Brücken abzubrechen. Man weiß nie, wer helfen kann. Die Yakuza sind Blutegel. Sie lassen die Schwachen ausbluten. Ich bin so aufgewachsen und habe es nie verstanden, warum andere meinetwegen leiden müssen. Ich kam raus und mein Clan bald auch. Wir können ihre Verbrechen nicht unterstützen. Was sagt dein Schatz? Dieser Shang Tsung ist bei diesen Dingen. Oh, meine Cosplay-Fans werden ausrasten auf der CageCon. Stillhalten. Sonst komme ich nicht ans Knochenmark. Das ist Shang Tsung. Schnappen wir ihn, wenn er fertig ist. In Fists of Iron haben wir das so gemacht. Wir richten uns nicht nach deinen Filmen, Cage. Loslassen! Ihr dürft das nicht! Die Wunde wird bald heilen. Ein kleiner Preis für den Fortschritt. Andererseits klappt es auch wunderbar ohne uns. Ja, sollen Sie das beenden? Wir müssen Shang Tsung retten. Liu Kang braucht ihn lebendig. Wie hat er das gemacht? Dich hätte ich ihn getötet. Ich verstehe das, aber es geht nicht. Du bist einer seiner Lakaien, dann stirbst du eben. Fight. Alles klar. Au. Ey, ganz ehrlich, Kenshi geht... Kenshi geht schon... gut ab.
mag Kenshi. Kenshi gefällt mir. Geht aber auch richtig hart ran. Ich schütte dich, Scheißsohn, als Leiche zurück. Alles klar. Bitte, lass mich erklären. Du hast uns reingeritten, hol uns wieder raus. Ich weiß, es sieht so aus, aber wir arbeiten nicht für Shang Tsung. Warum rettet ihr ihn dann? Weil Liu Kang, der Beschützer des Erdenreichs, ihn befragen will. Er denkt, Shang Tsung könnte unsere beiden Reiche bedrohen. Ich bin Kenshi Takahashi. Wir schütteln keine Hände. Entschuldige, das wusste ich nicht. Wisst ihr nicht, was wir sind? Nein, tun wir nicht. Wir sind Opfer der Takat. Die Krankheit ist nicht sehr ansteckend. Aber ihr solltet besser nichts riskieren. Sie entstellt einen und schwächt enorm. Mit der Zeit verwandelt sie uns in blutrünstige Monster. Nur der Tod befreit uns. Also warst du nicht immer so? Ich war ein reicher Händler. Doch Erkrankte werden verbannt. Nun leite ich die Kolonie. Ich bin Baraka. Was will Shang Tsung mit deinem Knochenmark, Baraka? Ich weiß nicht, aber er kommt jeden Monat, um es zu sammeln. Lass uns frei und wir fangen Shang Tsung. Dann finden wir heraus, was er hier vorhat. Versprochen. Lasst sie gehen. Danke. Wir werden dich nicht enttäuschen. Mist. Das sollte uns zu Shang Tsung führen. So finden wir ihn nie. Sein Labor ist nahe. Ich führe euch. Weißt du irgendwas darüber? Nein, ich war noch nie dort. Du bleibst hier. Wir sehen nach. Die Zugabe von Kaitun-Larvenpulver war eine gute Wahl. Die Tests zeigten eine deutliche Verbesserung. Ich habe die Rezeptur seit der letzten Anwendung angepasst. Sie enthält verschiedene neue Zutaten. Das neue Serum ist genau das, was wir brauchen. Die Wirkung ist direkt und lang anhaltend. Wie kannst du das wissen? Es wird aus frischem Tarkatana-Knochenmark gebraucht. Es könnte nicht wirksamer sein. Er infiziert Melina mit Takat. Und zwei von Sindels Top-Leuten sind an Bord.
Kein Wunder, dass Liu Kang sich Sorgen macht. Wir müssen ihn stoppen. Eine Jungfrau in Not retten? Kein Ding. Lass sie in Ruhe. Du Mistvieh. Wie bitte? Du weißt schon, der Film. Kleines Mädchen, Riesenalien. Ripley! Nein? Ernsthaft? Erdenreichler, wie haben Sie uns ge... Sie haben schon zu viel gesehen. Ich brauche Zeit. Kümmer dich drum. Liu Kang schickt euch, nicht wahr? Um unsere Geheimnisse zu erkunden. Er schickt uns wegen Shang Tsung. Aber offenbar ist er nur ein Teil des Problems. Fight! Oh, ich hab da gar kein gutes Gefühl bei. Weil, wisst ihr, das mit dieser Shang Tsung ist der böse Sache, das ist immer nur so ein... Das ist immer so eine Sache, die sich aufbaut. Wisst ihr, in Wahrheit ist Shang Tsung nämlich so eine richtige Schlange, die die Leute davon überzeugt, dass er gut ist und sie somit dann gegeneinander aufbringt. Und ich glaube, hier ist es so, dass er eigentlich versucht, Melina zu heilen, um sich einen guten Platz am Hof von Sindel zu sichern. Und wir platzen hier jetzt in die Heilung rein, was natürlich gar nicht so für uns spricht. Zurück vor A. Roter Schatten, zurück vor B. Oh. Magier ist am Boden. Ich dachte, Umgadi sind dem Königshaus treu. Und dennoch verschwörst du dich gegen die Prinzessin? Ihr stehlt euch in die Außenwelt und stört unsere Angelegenheiten. Und auf einmal kommt ein Loading Screen. Ja gut. Ja, Tanya, die war auch zuletzt in Mortal Kombat X dabei, da aber auch nur als DLC-Charakter. Und davor, ich weiß gar nicht, ob die in Mortal Kombat 9 dabei war. Das ist aber auch schon wieder Jahre her. Wenn nicht sogar schon Jahrzehnte. Vielleicht nicht Jahrzehnte, aber mindestens ein Jahrzehnt. Ihr, nicht ich, ja. Handelt gegen uns. Fight. Ihr, nicht ich, handelt gegen uns. Ja, das ist auch eine interessante Aussage. Yo, Lag! 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 Was ist das? Alter, einfach der Mega-Lag. Was soll das denn? Deine Intrige endet hier, Umgadi.
Du bist gescheitert. Weg von dem Tisch dort. Zweimal wart ihr mir ein Dorn im Auge. Ihr Erdenreichler habt ungesunde Gewohnheiten. Hast du gehört? Du infizierst sie nicht mit Tarkat. Ich will sie beschützen, nicht infizieren. Deine Lügen sind entzückend. Verzeih unsere Skepsis. Haltet ihn. Prinzessin, geht es dir gut? Ist es vorbei? Ja, das ist es. Wir haben Shang Tsung gestoppt. Gestoppt? Warum? Prinzessin! Prinzessin, was ist? Was hast du getan? Ihr wart das, ihr Narren. Lasst mich helfen, ehe es zu spät ist. Glaubt ihr es jetzt, Erdenreichler? Was jetzt? Beschäftigt sie. Ich muss mehr Serum herstellen. Johnny, hilf mir! Gibt es eine Anleitung? Oder improvisieren wir? Wir improvisieren, aber tu ihr nicht weh. Ihr? Was ist mit uns? Prinzessin, wir können helfen. Dein Blut, es duftet. So süß wird es mir schmecken. Habt ihr den Unterkiefer gesehen? Ist sie denn zu so einem, zu so einem Strain-Viech mutiert? Diese Männer sollten die Behandlung deiner Schwester stören und ihre Krankheit der Außenwelt enthüllen. Was? Das sind voll die Fake News. Prinzessin, wir... Danke, Goro. Keine weiteren Erdenreich-Lügen. Wir sollten die Erdenreichler und den Takatana draußen festhalten, bis die Imperatorin bereit ist, auf diesen Übergriff zu reagieren. Nun gut. Aber sie muss verstehen, dass dieser Vorfall die Arglist des Erdenreichs beweist. Schlagen wir zu, um uns zu schützen. Nein.
Das würden sie nicht tun. Das muss ein Missverständnis sein. Es ist kein Missverständnis, Prinzessin. Es bestätigt meine Prophezeiung. Wenn man ihn lässt, wird Liu Kang die Außenwelt erobern. Es tut mir leid, ich hätte schneller hier sein sollen, um eure Schwester zu schützen. Zum Glück wurde sie nun endlich behandelt. Die Prinzessin ist sicher. Doch die Gefahr des Erdenreichs bleibt. Ja. Quan Chi, wann rechnest du mit ihrem Angriff? Bald. Der heutige Tag wurde im letzten Quartett der Prophezeiung vorhergesagt. Dann stimmt es. Wir müssen handeln, Prinzessin. Ich werde es der Imperatorin vortragen. Es ist ihre Entscheidung. Rain, Tanya, helft mir. Was ist hier wirklich geschehen, Zauberer? Sie haben die Behandlung der Prinzessin nur zufällig unterbrochen. Sie wollten mich für Liu Kang gefangen nehmen. Dich? Warum? Das muss ich herausfinden. Aber jetzt erfreuen wir uns unseres Glücks. Die Ankunft der Erdenreichler liefert uns genügend Beweise, um die Imperatorin von Quan Chis Prophezeiung zu überzeugen. Ein Krieg mit dem Erdenreich ist unausweichlich. Nicht unbedingt. Die Imperatorin wollte nie einen Konflikt. Weigert sie sich, wird sie ersetzt. Wir brauchen einen starken Anführer. Einen wie dich, vielleicht? Wenn mein Reich das von mir verlangt... Töte die Erdenreichler. Sie dürfen Liu Kang nicht berichten. Und ihr Tod wird gleichzeitig den Zorn zwischen den Reichen schüren. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Unsere Gönnerin wird erfreut sein. Die Reiche müssen sich bekriegen und nicht nur so tun, damit sie beide erobern kann. Nur dann werden wir an ihrer Seite regieren. Ehe sie mich fand, als Sklave in den Minen, hätte ich so etwas nicht für möglich gehalten. Doch schon bald erhebt sie uns zu etwas viel Höherem. Uff, uff, uff. Da ist Quan Chi tatsächlich doch wieder, auch wieder mit dabei. Tja. Gut. Aber für heute reicht's dann wieder auch. Ich hoffe, dass es euch so einigermaßen gefallen hat. Die Story geht auf jeden Fall richtig spannend weiter und ich kann es kaum erwarten, ja, einfach weiter zu spielen. Wenn ihr auch mehr von der Story erfahren und erleben wollt, schaltet auch unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Würde mich sehr, sehr freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.